My stomach is growing, honey. It's gonna make our meat tasty. Let's fire the cook and grill for the rest of our lives. Hallo Leute, Herr Erpentrump Texas mal wieder hier, Freunde. Ihr könnt euch erinnern, hier war ich schon mal. Aber da war noch ein zweiter Dutch Ofen im Turm. Ja, hier bin ich wieder, Freunde, in der Theke. Erstmal Prost. So. Ja, hier, ne? Aber das Fleisch, ne? Hier eine Rinderbrust, Brisket quasi, auf Amerikanisch. Senf drauf gelunzt hier. Ja. Und dann schön ein bisschen einmassieren hier. War nicht so schlecht, ne? Und dann hier, den Herb Garlic nehme ich da einfach für. So, zacki hier. Ja, heute mal ein schnelles Rezept. Muss ja auch mal sein, ne? Umgeklappt hier. Da auch nochmal Senfen. Senfomat 3000. So, schön drauf gelunzt. Und den Garlic wieder drauf. Sehr schön. Hier sind ein paar Girls anwesend, deswegen wird es nicht so scharf, Freunde. So, eingerieben, frisch gerieben. Und dann hier Lunsno. Lunsomat. Das stellen wir mal kurz zur Seite. Gewässerte Chips habe ich auch schon mal vorbereitet hier. Ja, hier wieder hier Grill, den ich hier hatte. Hier. Gitter hat er hier. Heckbrenner hier. Zwei Gussroste, das andere hat er wohl verloren oder so, aber macht nichts. Und eine Seitenplatte. So, ich zünde nur diesen einen hier ohne Platte hier. Und dann mache ich hier so eine Räucherschale da. Marke nenne ich jetzt hier nicht. So, könnt ihr ja überall mal gucken hier. Räucherschale für Gasgrill. Da packe ich jetzt hier Woodchips drauf. Hier. So, für Rind natürlich. Müsst ihr darauf achten, was ihr Rind nimmt. Ne? So, draufgepackt hier. Und irgendwann fangen sie gleich mal das Smoken an. Ein Brenner, wie gesagt, nur an hier. Das reicht mir hier. So, sehr gut. Ist smoked. Und nun lege ich einfach dieses Blech damit drauf hier. So, zack. Und da so ein bisschen Rauch einziehen hier, Freunde. So in der Zeit hier kann ich schon den Dutch-Ofen vorbereiten hier. Tada, hier Zwiebeln rein hier unten in den Topf hier. Die großen. Habe ich hier in Scheibchen oder hier in kleine Ringe hier gemacht. Harry der Ringe. Und hier, Stunde später ist gesmoked ein bisschen hier vorne. Ein bisschen hoffentlich was reingezogen. Naja, ich muss halt mit der Technik, die hier vor Ort ist, arbeiten. Und so läuft's halt. Auf die Zwiebeln kommt die Brust. Onkel Brisket. Und jetzt Zwiebeln einfach oben drauf gelunzt. Ja, ganz genau. So. Oh, schön reichlich hier. Scheint tut's nicht. Jetzt hier eine Rinder Fond hier. Ne? Oben drauf geballert. Zwei Gläschen Rinder Fond. Bisschen Flüssigkeit rein. Und jetzt habe ich hier noch ein bisschen Sojasauce. Mhm. Und den Heinz Worcester Sauce. Ja, könnt ihr nichts beliebige nehmen. Ich hatte jetzt gerade die Pahat hier. Und die Ladung einfach drauf pfeffern. Das gibt Geschmack. Deckel drauf, Freunde. Ne? Und hier können wir es in den Turm bauen hier. Ja, hier, da blende ich euch nochmal die Folge ein. 236. Ja, richtig gesehen. Schichtfleischburger. So. Und ein paar Kohlen drauf und hier kommt das Brisket oben drauf. Zack. Und oben drauf ein paar Kohlen. Ganz genau. Immer ein bisschen mehr oben als unten. Ne? Das ist der alte Dutch-Ofen-Trick. Hm. So. Und das lassen wir jetzt hier ein paar Stunden ballern hier. 3-4 Stündchen später. Oh, sieht schon gar nicht mal so schlecht aus hier. Ah. Ja. Yeah. Die Gäste meinten, es hat nach Roulade geschmeckt. Also. Ja, ich wende es nochmal hier. Dann lasse ich das auch nochmal ein Stündchen drin hier wieder. Vor sich hinschmörgeln. Deckel drauf hier. Perfekt. Kohlen nahelegen, ne? Die halten ja nicht so gut, wie ich hatte. Aber Baumarkt-Dinger, ne? Aber kann man schön drauf lunsen hier, ne? So, Freunde. Und nun, in der Zwischenzeit, wo das hier auf dem Grill ist, wie man sagt, machen wir hier die Eisenpanne. Restlichen Zwiebeln, die ich noch übrig hatte. Hier reingeballert. So. Hier, hey. Geh auseinander, du Lümmel.
Na ja, gut, ne? Die Zange ist auch nicht mehr das, was immer war. Habe ich hier vor Ort gefunden, ne? Aber gut, ne? Die Fans machen schon Selfies von mir hier, ja? So wird's gemacht, Freunde. So, und hier? Oh, die Zwiebeln. Die sehen schon ganz gut aus, schön gebuttert. Ei, 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 sehr schön. So, die kommen erstmal zur Seite. Die brauche ich später nochmal. Schätzchen. Zack. Catering Johnny war wieder am Start. Natürlich, Bacon darf nicht fehlen, ja. Und hier? Dutch. So, oh. Sieht schon mal ganz, ganz fein aus hier, das Gerät. So. Schneiden wir einfach ein paar Scheibchen vorher hier. No, komm zu Daddy. So, ich schneide einfach mal was her. So, kleiner Braten hier. So, hier, da kann man hier schön durchschneiden hier. Sehr gut. Schön durchsäbeln. Ja, die brauchen wir gleich noch. Ja, ich bin noch nicht fertig mit dem Gerät hier. So, das Fleisch kann noch ein bisschen Saft aufsaugen wieder. Ja, perfekt. Schöne Scheibchen hier, Brust. So, ich habe hier eine Schale mit Burgerbrötchen hier aufgedeckt hier. Ne? So, die Wanne ist voll, würde ich sagen. Senf unten reinschmieren. Einfach alle belegen hier. Keinen auslassen. Hier entkommt mir keiner, Freunde. So, Burgerbeleg hier ein bisschen verstreichen. Muss man nicht, kann man auch machen, ne? Aber jetzt hier bei Publikum, da mache ich das mal hier. Glas eingelegte Gurken hier, Freunde. Kann man ja drauf lunsen. Ich zeige auch nochmal, wie ich mich selber mache, so ähnlich, ne? Also, Freunde. Und jetzt nimmt man sich so ein Scheibchen triefendes Fleisch hier, schön draufgepackt. Ah, hier auch noch eins. Und dann belegt man das ganze Ding hier. Quasi mit Fleisch. So, hier kleiner Zeitraffer für euch, da lunzt man ordentlich was drauf. Oh, ist das gut gewimst. So, überall was drauf. Scheibchen Käse überall rüber. Ah, erstmal die Zwiebeln. Ja, ja, hab ich schon ganz vergessen. Zwiebeln drauf hier. Sehr gut. Ah, das ist gut. So wie ich es mag. Alles draufgepackt hier. Ja, und hier auch nochmal. So, und jetzt der Bacon. Ihr wisst noch, die Pfanne, könnt euch erinnern, habe ich mit dem Bacon gemacht. Und jetzt kommt der Käse drauf. Schön einfach oben bedecken. Zack. Optimalo. Und dann den Deckel drauf. Deckel schließen, Freunde. So, ja, hier nochmal, zack. Und hier packen wir das Indirect Heat auf den Grill hier. Ah. Nur so ein bisschen, bis der Käse zerläuft. Und dann Lunsomat 3000. Ah, da ist es schon. Sieht fast genauso aus wie von vorne. Hier in den Lücken sieht man's. Aber das Coole ist, du hast alle Burger gleichzeitig fertig. Und alle sind warm und lecker wie vom Bäcker. So, hier kleiner Catering-Trick natürlich von Johnny. Burgerparade. Tada, hier rechts noch ein Ginny-Boy. Und hier, dann nimmt man sich einfach eine Zange hier und da seht ihr es. Geht es dran. Geil. Und ab in den Hals. Oh, da läuft's schon. Zwei Burger für Onkel Johnny erstmal, würde ich sagen, bevor die anderen was kriegen. Johnny's Beef Brisket Burger. Nur für euch, Boys and Girls. Schnell genatscht und idiotensicher. Hier. Rezept hier. So, ich säg mal einen an hier. Natürlich Cross. Und tada, so sieht's aus. Und da kann man gleich reinbeißen. Ah, saftet noch gut. Okay, Boys and Girls, ballert's euch rein. Lasst den Daumen nach oben glühen. Das war der zweite Teil vom Erben-Trump. Also Leute, lunzt es euch richtig rein. Bis bald.